auch fertig, dass Menschen über die Bodengrenze bei uns ins Land kommen. Jetzt, Madam. Danke. Frau Sippel, 1,5 Minuten. Vielen Dank. Ja, wir können nicht alle aufnehmen, die nach Europa kommen wollen. Aber wahr ist auch, wir könnten mehr Menschen aufnehmen, wenn alle Mitgliedstaaten sich mehr engagieren würden im Bereich der Flüchtlingspolitik, ebenso wie im Bereich der Arbeitsmigration. Und gerade nach dem letzten Flüchtlingsunglück vor der Küste Libyens wäre es Zeit gewesen, einen Wendepunkt in der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik einzuleiten. Dieses Signal hat der Rat nicht gegeben. Es ist ja unstrittig, wir müssen die Fluchtursachen in den Herkunftsländern bekämpfen und wir müssen kriminelle Schlepper bekämpfen. Wahr ist aber auch, je höher die Zäune werden, die wir bauen, je gefährlicher der Weg nach Europa wird, desto eher wird Flucht ein Geschäft für Schmuggler, eben weil es keine legalen Wege nach Europa gibt. Und angesichts der Kriege rund um Europa in einigen Ländern ist es beschämend, dass es immer noch Mitgliedstaaten gibt, die nicht einen einzigen Flüchtling im Rahmen des Resettle-Programms aufnehmen. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine gute Verteilung der Flüchtlinge auf alle Mitgliedstaaten und wir brauchen eine stärkere Nutzung der ja schon vorhandenen Maßnahmen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch die legale Migration, die Arbeitsmigration muss verbessert werden, denn es ist ja jetzt schon so, dass wir in vielen Mitgliedstaaten zusätzliche Arbeitskräfte brauchen und das nicht nur im Bereich der akademischen Berufe, sondern weit darüber hinaus. Deshalb ist aus all diesen Gründen jetzt Zeit für konkretes Handeln der Mitgliedstaaten. Und ich kann Sie wirklich nur auffordern, erkennen Sie die Zeichen der Zeit und hören Sie auf, nur zu reden. Thank you. Vielen Dank. Es gibt viele Blue Cards. Akzeptieren Sie eine Frage und ich möchte jetzt sagen, wir müssen die Blue Cards beschränken, weil wir schon Verspätung haben. Also bitte Sie da um Nachsicht, Herr Gläsers. 30 Sekunden, bitte. Absolut.